Und da sind wir wieder. Es ist noch ganz früh am Morgen, wollte ich gerade sagen, aber eigentlich ist es mitten in der Nacht. Wir haben uns hier irgendwelche Sandwiches rausgesucht, okay. Käse-Sandwiches, so wie das aussieht. Er findet ganz lustig. Ja, gut. So, jetzt schauen wir mal. Wir hatten. Ach so, genau. Das müssen wir dann ja. Was ist denn mit ihm mit Spaß? Genau. Er kann ein bisschen üben gehen. Weil er sich ja sehr für Musik interessiert. Hat die Gitarrenfähigkeit erworben. Yay! Er möchte herrlich reich werden, das ist sein Bestreben. 10.000 Erspartes besitzen. Ja. Wieso haben wir das jetzt schon gehabt? Ich weiß es selber nicht. Er hat 1.000 von 5.000 schon verdient. Okay, mit herrlich reich hat das wahrscheinlich wenig zu tun. Aber ich denke mal, das ändert sich dann auch dementsprechend nochmal. In 3 Tagen, Moment, wie, was, wo? Offenes Mikrosucher. Erreiche, oh, Beförderungsaufgaben. Erreiche Level 2 der Gitarren- oder Geigenfähigkeit. Oh, gut, dass ich ihm eine Gitarre gekauft habe. Tagesaufgabe, Witze schreiben, üben. Okay. Was ich jetzt irgendwie seltsam finde, weil er hat doch eigentlich... Welchen Beruf hat er denn jetzt? Er ist doch Schriftsteller, oder nicht? Wir schauen noch mal eben. Ja, komm, beeil dich. Du kannst danach weiter üben. Habe ich das jetzt richtig im Kopf oder habe ich das jetzt nicht richtig im Kopf? Steht da kein Häkchen dran, was er jetzt gerade macht? Also ich bin mir ein... Ach nee, Moment, der... Dings ist Schriftsteller, ne? Er ist... Ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Bindchen doof. Taucher kann man übrigens auch werden, sehe ich gerade. Oh, 45 Dollar die Stunde. Das ist extrem geil. Das sollte sehr viel mehr sein, als man beim Schriftsteller verdient. Ja, da würde ich sagen, dass, also er sowieso, ja gut, du kannst jetzt weiter üben hier. Du solltest dir mal einen anderen Job suchen, wobei du gerade so schön am Schlafen bist. Ich weiß jetzt nicht, bedürfnismäßig. Ja, er muss seine Energie natürlich jetzt nachholen. Er sollte dann aber danach definitiv... ja, da steht ja auch Schriftsteller, fällt mir gerade ein. Er sollte definitiv danach nochmal seinen Job wechseln. Krank melden, obwohl gesund. Das ist auch nicht schlecht. Aber da steht zum Beispiel gar nicht drin, was er jetzt eigentlich macht. Das ist doch eine Sauerei. Aber ich bin mir sicher, ich habe ihn irgendwas mit Musik gemacht, weil sonst würde es ja auch nicht hier drin stehen. Karriere offenes Mikrosucher. Ich bin mir sicher, dass ich das doch richtig gemacht hatte. Irgendeiner ist hier. Ach, der schon wieder. Wladimir. Komm herein, aber beiß mich bitte nicht. Das Thema hatten wir schon mal in einem anderen Let's Play. Danach bin ich gestorben, weil ich die Sonne nicht vertragen habe. Wieso freundlich vorstellen? Die kennen sich doch schon. Da fällt mir übrigens gerade bei ein, dass wir den Flur noch so überhaupt nicht gestaltet haben. Der ist noch komplett kahl. Ich glaube, das sollten wir vielleicht mal etwas... Moment, also wir verschönern mal eben deinen Tag. Etwas reden. So, okay, dann können wir ja alles hier alleine machen.
So, ja, das wäre jetzt natürlich schon ganz gut. Ich glaube, ich habe auch gar keine Lampen, ne? Nee, ich habe gar keine Lampen in dem Raum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was man nicht so alles. Beleuchtung, Beleuchtung. Da. Was man nicht so alles vergisst. Wie teuer ist die Lampe? 80. Reicht eigentlich, wenn man so eine relativ zentral aufhängt, oder? So. Ich würde sagen, ja, das Bodenmuster, das wird wahrscheinlich ziemlich teuer werden. 12. Wir könnten, das ist alles in schwarz gehalten. Wir könnten, das ist 4, das ist gar nicht so teuer. Ja, nehmen wir mal das. Das sieht eigentlich ganz schick aus. Und dann haben wir auch noch ein bisschen was übrig. Ich wollte eigentlich jetzt kein Geld ausgeben, weil wir eigentlich ja auf irgendwas am Sparen waren. Ich habe nur schon wieder vergessen, was es war. Ein Bücherregal wollten wir auch noch holen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht jetzt so blöd aus, mit dem Eingangsbereich. Nehmen wir das oder nehmen wir... Die sollen sich doch wohlfühlen, wenn sie reinkommen, ne? Ich sollte aber vielleicht... Nein, nein! Was hast du jetzt gemacht? Du hast es nicht angenommen. Das ist sehr gut. Danke, Spiel. Ich wollte den Rest nämlich eigentlich erstmal so lassen. Ich meine, das Hübscheste ist es jetzt auch nicht, die Kombination, die da jetzt drin ist, aber ja, ich sag mal, das ist ja im Prinzip egal. Von außen müssten wir eigentlich unser Haus auch ein bisschen verschönern, sehe ich gerade. Aber ich glaube, dafür haben wir gar nicht so viel. Obwohl zwei, ja. Eigentlich müsste es ja eine Strandhütte sein, aber ich glaube, so richtig für eine Strandhütte haben wir hier nichts, ne? Paneelen. Ja, so eine Holzhütte könnte man höchstens noch draus machen. Ja, komm, ich mach mal eine Holzhütte draus. Und schon haben wir das ganze Geld weg. Ein bisschen was müssen wir ja auch noch bewahren, weil wir ja noch Tiere haben. Also würde ich sagen, lasse ich den Rest jetzt erstmal so. Sieht ein bisschen scheiße aus, das gebe ich zu. Aber was soll man machen? Die Jungs haben noch nicht genug Geld mitgebracht. So, über Fitnesstechniken reden. Von Naturschwärmen. Oh, ich bin charismatisch. Das ist doch schön. Von mir aus über Angelplätze reden. Mir ist das doch egal. So, und er darf auch gerne hier mitessen. Was hat er denn für Probleme? Er wollte nichts mitessen, oder wie? Das ist ja eine Sauerei. Doch, jetzt will er doch was mitessen. Wieso ist er denn jetzt so negativ eingestellt? Vampir-Lebensstil loben. Tiefgründige Unterhaltung, genau. Oh nein, ich möchte keinen Anmachspruch, bitte. Kennenlernen. Kennenlernen ist okay, aber ich will mich nicht beißen lassen. Das will ich nur noch mal betonen. So, wo sind wir jetzt beim Ben? Wir sind auf Level. Kann man jetzt gar nicht sehen, aber ich glaube, Level 2 haben wir eben erreicht. Also schön fleißig weiterüben. Allerdings hat er Hunger. Das ist nicht so gut. Aber er muss ja erst in 2 Tagen zur Arbeit, ne? In 3 Tagen sogar. Okay. Oh, dieser Vampir macht mich wahnsinnig irgendwie. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, er kommt mit dem menschlichen Essen irgendwie noch nicht so ganz klar. Kannst du dich bitte um die Toilette kümmern? Das ist ja ekelhaft. Ja. Legenzo. Finerba.
Ja, ist egal, du brauchst nicht mit dem plaudern. Du brauchst auch nichts mehr essen. Ey! Ich habe einen Sim 24 Stunden am Stück wach gehalten. Habe ich das ernsthaft gemacht? Die Arme. Ja, wenn ich jetzt wüsste, woher sie jetzt ihre Energie bekommen hat. Aber okay. Viel hat sie da jetzt auch nicht mehr von. Eigentlich wollte ich mit ihr noch eine Runde schwimmen gehen, damit sie sich wieder wohler fühlt. Das werde ich auch direkt mal machen. Ne, hier hingehen. Hierhin warten von mir aus. Oh mein Gott, was passiert denn hier? Schräg singender Vampir auf 12 Uhr. Oh mein Gott. Kein Kommentar, ehrlich. So, wartest du oder schwimmst du gleich? Hierhin schwimmen, yay! Beziehungsweise herumschwimmen. Jetzt fühlt sie sich wieder glücklich. Das ist schön. Sie ist in der frischen Luft. Es ist wieder sauber drin. Sie hat ein angenehmes Gespräch. Und ein geschmeidiges Getränk. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde hier an dieser Meerjungfrauengeschichte, hier mit der Schwanzfoss und so, das ist ja alles klar, aber warum muss die andere Haare bekommen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, ich habe noch nie eine Meerjungfrau mit kurzen Haaren gesehen, ganz ehrlich. Dass sie die nach hinten macht, kann ich vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, auch wenn es natürlich doof aussieht. Aber warum zur Hölle muss die Haare kürzen im Wasser? Falls ihr da irgendwie eine Möglichkeit kennt, seine eigene Optik, also sprich, seinen eigenen Kopf zu behalten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich finde das doch ziemlich, ziemlich nervig, ehrlich gesagt. Wie das jetzt gerade so abläuft. Und sie sieht immer komplett anders aus, als sie eigentlich ist. So, was macht denn der Rest hier von der Bande? Er ist immer noch im Üben, das ist schön. Er braucht auch nicht mehr viel. Oh, Junge, 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 du solltest aber vielleicht was essen. Wir spulen hier mal so ein bisschen vor. Deine Hygiene ist nicht ganz so schlimm. Du fühlst dich gleich wieder wohl. Ich spule mal ein bisschen schneller vor hier. Genau. So, kriegen wir das noch hin, Level 2 zu erreichen, bevor du uns verhungerst und weiß ich... Oh, sie ist so niedergeschlagen und so K.O., dass sie sich jetzt nur aufs Bett gelegt hat. So, dann esst dir mal schnell was. Wie gesagt, deine Hygiene ist nicht so schlimm. Ich hoffe, das Essen wird jetzt nicht schlecht in dem Moment. Irgendeiner hat das ja gemacht. Ich weiß nicht mal genau, wann wir es gemacht haben. Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wir dürfen auch gerne etwas schneller essen, Ben, ja? Ja, ich weiß, du stinkst, aber du musst erstmal was essen. Wenn du was gegessen hast, dann können wir dich auch duschen danach. So, Moment. Ja, du gehst danach baden. Ah, okay. Karriere für Jake wählen. Der ist jetzt anscheinend auch wach. Wir schauen mal eben. Er hat ja viel mit der Umwelt zu tun. Und er will ja Fischer werden. Fischer werden, das gibt es auch noch als Beruf. Stimmt, das hat mir auch noch jemand auf dem Channel geschrieben. Wird er jetzt Fischer? Moment, er ist jetzt im Moment, ist er doch, wo ist denn das jetzt? Ach, da steht gar nicht drin, wenn man das schon ist. Schriftsteller ist er. Okay, dann weiß ich jetzt auch gar nicht, was er verdient. Das ist jetzt blöd. Wobei ein Taucher wesentlich mehr verdient als ein Fischer. Er kann vielleicht später mal zum Fischer wechseln. Oh, der hat aber ganz schön blöde Arbeitszeiten. Er kann vielleicht später mal zum Fischer wechseln, aber ich würde sogar sagen, damit wir erstmal schnell recht gut Geld bekommen, dass er 45 Dollar die Stunde... Ach so, Moment, er arbeitet aber nur 3 Stunden täglich. Und da ist das jetzt nur ein bisschen blöd. Er arbeitet bis 9, hat dann den ganzen Tag frei und muss quasi die Nacht durcharbeiten.
Ja, da würde ich schon fast sagen, dass er Fischer wird. Zumal das ja jetzt auch sein Hobby ist. Goldfischjäger. Okay, er wird jetzt zum Goldfischjäger an Land. So, wenn er die neue Stelle annimmt, wird sein aktueller Job als Schriftstellerassistent gekündigt. Ja, das ist, ja, ich habe mir gern die Zeit genommen. Vladimir? Ich glaube, Vladimir hieß er. Du sollst nicht mit ihm reden, du sollst dich fertig machen. Achso, wenn du dabei essen kannst, ist auch okay. So, sehr schön. Er nimmt sich direkt was zu essen. Was ist mit... Ja, sie hat ja jetzt eh keinen Hunger. So, was ist mit ihm? Eigentlich müsste er sich jetzt noch was hinlegen danach. Und noch was schlafen. So, er hat ja sein Tagesziel im Endeffekt erreicht. Beförderungsaufgaben. Erreicher Level 2. Das haben wir abgeschlossen. Tagesaufgabe, warum Witze schreiben, Leute? Das verstehe ich nicht. Also Musik üben kann ich absolut nachvollziehen. Aber warum Witze schreiben? Er hat doch überhaupt gar keine, gar keine Ambitionen als Musiker, sage ich jetzt mal, irgendwo Witze zu schreiben. Sag mal, was machst du denn jetzt hier schon wieder, Morgana? Ja, hat keinen Job, ich weiß, ich wollte wegen den Bedürfnissen gucken. Du hast keine Energie, dann leg dich doch ins Bett und geh etwas schlafen. Mach doch kein Nickerchen. Dann bist du doch viel schneller wieder fit hier. So, was macht der Ben jetzt hier? Der soll ins Bett gehen. Hallo, Ben. Schlafen. Los, zackig. Soll sich nicht einfach nur hinsetzen, du sollst dich hinlegen. So, und der gute Jake hat wohl gerade irgendwie ein Problem, dass er, obwohl er ist inspiriert, das schon, aber sollte sich mal lieber hier ins Essen kümmern. Obwohl, du Schwein, ich wollte was ausprobieren. Ich meine mich nämlich dran zu erinnern, dass man... Jetzt hat er es selber weggenommen. Dass man das hinziehen kann in den Mülleimer, aber ich konnte es jetzt gerade gar nicht ziehen irgendwie. Oder ich muss draufdrücken. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ja gut. Ja, Schüssel leeren, das möchte ich nicht. Wo ist unsere Katze überhaupt? Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen. Kätzchen? Hä? Die soll hier sein. Ach, da ist sie. Ah! Irgendwie hatten wir jetzt gerade eine unsichtbare Geister. Oh, Freigeist. Sabrina ist ein Freigeist. Sie läuft oft nachts herum. Was stand da? Was stand da? Hallo! Nachrichten. Und kommt mit ein paar Überraschungen zurück. Okay. Nein! Hallo! Hallo, du solltest die Katze streicheln. Vergiss das Üben. Die arme Katze wartet auf dich. Ist das süß? Oh, sie mag uns so sehr. Oh, Yibs. Ah, Das ist toll, dass sie zurückgekommen ist. Lob die Katze. Lob sie. Lob sie. Lob Sabrina. Ah, Dessauer. Terp Dessauer. Sistum. Benarb Pelka. Bekapsa. Ja, ich sag mal, wir sind, da wir ja bei Sims sind, ich meine, es ist ja keine echte Katze, müssen wir sie jetzt nicht unbedingt dafür ausmeckern, dass sie auf der Theke sitzt. Aber sie darf nichts essen. Hallo, hörst du mal mit deiner blöden Musik auf? Du sollst dich um die Katze kümmern. Vor allen Dingen hast du mit der Musik überhaupt nichts zu schaffen. Du kannst dir was anderes als Hobby suchen. Arugaba. Vipiteb. Zins? Was ist das Balafor. denn? Oh, das ist ja cool. Ah, süß. So, hochheben, aber kein Leckerchen geben, weil das ist zu teuer. Ich finde das so schön. Nein, ich wollte das mit den Herzen, wollte ich machen. Oh.
Was machst du denn? Hast du sie jetzt ausgemeckert oder was? Schönig. Quas. Hörst du mal auf, immer mit deinem Handy rumzu. Jetzt ist die Katze weg, du Blödmann. Also hier kann man echt keine Interaktion mit der Katze machen, mit dem Typen. Der mag irgendwie anscheinend keine. So, bürsten, streicheln, kennenlernen. Kümmere dich jetzt endlich um deine Katze. So, mit Laserpointer spielen. Ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber umarmen, streicheln. So, Junge, jetzt will ich was sehen von dir. Oh. Oh, Jibs. Sie mag ihn. Ah, Afrif. Mirene? Aber warum hat der dann Schmetterling drauf? Das muss ich nicht verstehen, oder? Ich meine, das soll doch ein Laserpointer sein. Aber es ist schon lustig. Also wenn da ein Schmetterling dran ist, dann ist es natürlich umso lustiger, wenn die Katze versucht, das Ganze zu fangen. Können wir aber auch ein bisschen schneller durchspielen hier? Wann muss er überhaupt zur Arbeit? Beginnt in 15 Stunden. Okay. Level 2. Oh. Halt nicht so schnell durch. Level 2 der Angelfähigkeit erreichen. Oh mein Gott. Und er muss schon. Oh. Wo können wir denn angeln? Gut. Nein, reisen, reisen. Ich vergesse immer, wo reisen ist. Reisen. Nein. Irgendwie sieht hier aus wie so eine Tierärztin. Nein, du sollst alleine reisen. Gibt es denn hier irgendwo Angelplätze oder so? Also ich habe... Nee, das war, glaube ich, ein Surferparadies oder so, ne? Die Sandbar, Strand, Lagunenausblick. Das sind zwei Familien. Hier sind wir. Bierperfektion. Das heißt was? Was bist denn du? Das ist ein Grundstück, was man kaufen kann. Ja, ich würde sagen, dass ich jetzt mal zum Strand noch mal reise. Mal gucken, ob es da irgendwo irgendwelche Angelplätze gibt. Hier gibt es ein Schachbrett, sehe ich aber gerade. Okay, was haben wir denn hier? Bist du ein Angelplatz? Du bist kein Angelplatz. Was ist das denn hier? Man kann hier schnorcheln. Ehrlich? Und in der Zeit, wo er da hinläuft, gucke ich nochmal eben, ob es hier irgendwo... Ah, ich glaube, da hinten kann man angeln. Ah, ja. Ja, ich glaube, da hinten kann man angeln. So, gehen wir ihm mal kurz hinterher. Ich meine, das Schnorcheln sollte nicht allzu lange dauern. Der hat wahrscheinlich jetzt eh keine Zeit mehr, vor der Arbeit das Ganze noch zu erledigen. Aber ich bin wirklich mal sehr gespannt, weil das kenne ich nämlich noch nicht. Vielleicht kann er ja auch tauchen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Lagune hier. Wir könnten das Ganze eigentlich auch ein bisschen beschleunigen. So, schnorcheln. Und nun? Ja, sieht man jetzt nicht allzu viel von. Also er ist im Endeffekt nur auf der Oberfläche und ist hier am Schnorcheln. Schade eigentlich. Ich habe gedacht, vielleicht sieht man so die Unterwasserwelt. Das wäre natürlich jetzt unheimlich cool gewesen. Was war das? Das hat sich jetzt gerade aber richtig böse angehört. Okay, da kann man wirklich nur zusammen schnorcheln. Lassen wir ihn mal eben in Ruhe schnorcheln. Ich gucke noch mal eben hier wegen dem Platz. Ich meine nämlich, das ist... Ja, das
Ein Angelplatz. Okay, dann hört er jetzt mal kurz mit dem Schnorcheln auf. Was sind da denn für Fische alles drin? Das sieht ja richtig geil aus. Aber das sind alles Fische, die ich jetzt so in der Kombination gerade auch zum Angeln nie erwarten würde. Vor allen Dingen den hier. Also ich glaube, wenn man den angelt, ich weiß nicht. Meins wäre es jetzt absolut nicht. Wo ist er denn? Ey, du schwimmst jetzt hier rüber, damit du hier angeln kannst oder was? Junge, ist das dein Ernst? Komm, beweg dich. So, hat die Angelfähigkeit erworben. Yay! Dann, ups, dann tun wir doch mal was dafür. Also für unseren Job. So, oh, ich möchte hier gerne ein Bild haben. Vielleicht auch, wie er gerade einen Fisch rauszieht oder so. Das wäre natürlich total cool. Ja? Na? Das nennt man dann Parallelangeln. Okay, also ich würde sagen, das beschleunigen wir jetzt hier mal ein bisschen. Das Problem ist nur, dass er jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, obwohl beginnt in 12 Stunden. Ja doch, ich denke mal, bis dahin wird er wohl die Angelfähigkeit relativ schnell verbessert haben. Oh, da schwimmt auch noch so ein Fisch. Jake hat soeben Folgendes gefangen. Die Finger von Sulani. Wie kann man denn die Finger von Sulani beim Angeln fangen? Oder ist das ein Fisch? Ja. Jake? Hallo? Wo bist du? Geht es doch? Was machst du denn jetzt hier? Du sollst dich hier nicht ausruhen? Was ist denn das? Auf Auslegerkanu herumsegeln? Angeln gehen. Ach, man kann hier auch angeln gehen. Mit dem Ding? Ach so, da drauf dann. Okay. Das ist ja cool. Dann hat er zumindest schon mal die erste Stufe gleich erreicht. Ja, beziehungsweise die zweite. Ja, die erste hat er ja, wenn er es bekommen hat. Ah, sehr gut. Dann haben wir das definitiv noch geschafft. Dass wir, Moment. Level 2, genau, dass wir Level 2 erreichen mussten. Oh, sehr gut. Das heißt, ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal wieder nach Hause gehen. Ja, ist okay. Ja, brich erstmal das Angeln ab. Es ist wichtiger, dass du jetzt nach Hause gehst. Du hast Hunger. Okay, ja, ich würde auch ins Wasser springen, damit ich wieder nach Hause gehen kann. Kein Thema. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir ganz schnell uns darum kümmern, dass er was essen kann. Ich habe gar nicht mehr so viel. Erstmal eine schnelle Mahlzeit. Nein, du sollst eine schnelle Mahlzeit essen. Ich mache das ja nicht umsonst. So, Apfelmus, Joghurt, genau. Erstmal was Joghurt, dann gehst du dich nochmal eben baden. Und dann kannst du dich schlafen legen. So. Was allerdings auch wieder doof ist, weil er ja in kürzester Zeit in 9 Stunden auf der Arbeit sein muss. Ja, aber ich denke mal, was macht er denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Läufst du hier mit deinem Essen rum oder was? Willst du mich veräppeln? So, wo ist sie denn? Hallo. Wir machen jetzt mal was. Wir beschwören noch mal die Elementargeister herbei. Nein, halt schnell, du sollst nicht abhauen. Lustig vorstellen.
So, und ich würde sagen, was wir mit den Elementargeistern alles anstellen, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn der Jake denn auch zur Arbeit gehen kann und das erste Mal als Angler unterwegs ist. Seid gespannt. Ich bin es auch. Bis zum nächsten Video. Ciao.